Dankeschön! Vielen herzlichen Dank. Meine Nippel sind hart. Sehr schön, ich finde das gut, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich finde das generell gut, dass Menschen überhaupt noch rausgehen heutzutage. Dass Menschen noch sagen, nein, ich mache die Tür auf, ich gehe raus, ich gucke mir was an. Finde ich bewundernswert. Wenn man bedenkt, dass Rewe mittlerweile liefert. Die haben einen Lieferservice mittlerweile, ist total geil. Du kannst da einfach auf die Webseite gehen, eingeben, was du willst und die bringen das dann zu dir nach Hause. Ist voll geil. Ich mache das nur noch. Ich sitze bei mir zu Hause am Laptop, am Fenster und ich sehe den Rewe. Ich sehe Menschen rein und raus gehen und denke mir so, haha, ihr Narren. Du musst auch ständig upgraden, es kommt ständig irgendwas Neues raus. Das ist total krass. Mein Vater, der hat jetzt auch ein neues Handy zum Beispiel, mein altes. Und Alter, der brauchte aber auch unbedingt ein neues Handy, weil der hatte vorher, kennt ihr so ein Klapp-Handy, irgendwie was du aufklappst? Kennt ihr das, wenn einer ein Handy hat, das so alt ist, dass du einfach nur noch Mitleid mit dem Menschen hast? Kennst du das? Wenn du denkst, Alter, bist du mit der Kutsche hier? Was ist los mit dir? Spielst du Snake? Was ist los? Jetzt habe ich dem eins gegeben, so ein Handy mit Touchscreen, so ein neues Ding so. Und der hatte da anfangs auch so ein bisschen Probleme mit. Ja, das ist ein bisschen tricky, ja. Weil ich schreibe den so über WhatsApp so, hey Papa, wie geht's dir? Und dann steht er erstmal 30 Minuten lang schreibt. 30, 40 Minuten lang, 2 Stunden, aber ich denke, Alter, was schreibt der? Herr der Ringe 4, was ist los mit dir? Ja? Was ist da los? Ist unfassbar! Bis dann, dauert ewig! Bis dann! Bis dann irgendwann nach 2 Stunden einfach nur so ankommt, okay. Das ist nur Stresse. Und auch wenn er eine Taste drücken will, weil seine Finger sind zu dick, seine Daumen. Das heißt, er will eine Taste drücken, ja, und trifft alle. Ja? Das heißt, ich schreie so, hey Papa, wie geht's dir? Und es kommt nur so, ich kann die Wut förmlich lesen. Weil er nichts gebacken kriegt, ja? Und wenn er dann noch Autokorrektur anhat, dann nur so Stuhl, Erde, Blume. Und ich so, was ist los hier? Ist ja unfassbar. Ja, wenn nur einer klatscht, ist es noch viel geiler. Auf jeden Fall ist das unfassbar krass. Meine Mutter, ey, das ist auch so geil. Die hat jetzt gerade Emojis entdeckt. Diese Smileys. Alter, ey, ich schreib mir heute Morgen. Guten Morgen, Schatz. Furzendes Pferd. Und ich so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und ich sitze auf dem Klo und weiß nicht, was antworte ich da jetzt drauf? Was ist das rhetorische Gegenargument zu furzendem Pferd? Was schreibst du irgendwie so, hoho, Kaktus? Was schreibst du da? Ich weiß es nicht. Du kannst Eltern mit der Technik nicht alleine lassen. Das geht nicht. Du guckst einmal nicht hin, schon sind die online. Dann surfen die wieder rum, dann laden die wieder irgendwas runter. Dann hast du wieder einen Penis auf dem Display. Weißt du, du hast nur Stress. Du schläfst nicht mehr, du weinst die ganze Nacht, ja? Mein Großer, der ist jetzt 65, er macht mich wahnsinnig, ehrlich, das ist unglaublich. Aber wenn er dich einmal anlächelt, kriegst du alles wieder zurück. Dankeschön, ihr wart super, schönen Abend noch. Dankeschön, Köln, ihr wart super. Maxi, Stand.